Des BC Mülheim-Dümpten. Recht herzlich willkommen zur ersten Runde der Niederrhein-Meisterschaft hier in der Rhein-Ruhr-Wupperhalle, wollte ich gerade sagen, in der Rhein-Ruhr-Halle. Spannende Kämpfe hat uns der Jugendpart Martin Anders versprochen. Zwei Mülheimer beteiligt. Damit sich eure Favoriten für die nächsten Runden qualifizieren, heißt es für Sie, liebes Publikum, anfeuern, anfeuern, anfeuern. Und die ihr anfeuern sollt, die würde ich euch gerne vorstellen. Bitte die Boxer zu mir in den Ring. Dann möchte ich euch alle herzlich begrüßen im Namen des Politische Meinung.
Ich freue mich, dass wir reingekommen sind und dass wenigstens die Paarungen zustande kommen und hoffe auf interessante und tolle Kämpfe. Danke. Aufmachen. Bevor wir gleich mit dem ersten Kampf starten, möchte ich Ihnen das Kampfgericht vorstellen. Punkt- und Ringrichter sind Kana Pusegutter, Hartmut Borsfeld, Michael Vogel, Werner Schäfer und Volkan Zen. Das Protokoll wird geführt von Bernhard Podolski. Delegierter, Entschuldigung, Supervisor, so heißt es jetzt ja, ist der Veranstaltung ist Axel Lünkemann. Und darauf, dass sich keiner verletzt, darauf achtet unser Geburtstagskind Dr. Michael Schümann. Ja, haben wir noch etwas, eine kleine Überraschung? Unser lieber Junge Peschke, alles war nicht verdient. Er ist richtig der Mann auf. Das ist mein Geschlauchrei. Der Macher des Wegs in Mülheim-Dümpten. Und das hat auch der Philipp-Hausberg. Und darum hat er hier, mein lieber Jürgen, die silberne Ehrennadel verliehen. Und zwar für seine hervorragende und langjährige Mitarbeit an den Aufgaben und Zielen des deutschen Boxsports wurde Jürgen Peschke die silberne Ehrennadel mit Dank und Anerkennung für seine Leistung im deutschen Boxsport verliehen. Dankeschön, meine Freunde. Und das sind auch lange uns erhalten bleibt und weiterarbeitet. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich bin wirklich überrascht. Vielen Dank. Vor allem den Leuten, die mich vorgeschlagen haben. Dankeschön. Ja, die Namen muss ich mir auch abgeben. Aber wir fragen uns jetzt auch anstecken. Ich denke, in einer müßigen Minute wirst du das richtige Fakultät finden. Ich kann mich den Glückwünschen von Axel Lünkemann nur anschließen. Jürgen, du hast es verliehen. Super. Das ist ein Applaus wert.